Hallo und willkommen, Dudes und Dudins, zu einer weiteren Runde CSGO. Wir sind schon wieder im gegnerischen Team. Wir sind wieder im gegnerischen Team, super. Ja, wie man gehört hat, ist der Eddie dabei. Und ich habe den Jennix bei mir. Ich hasse dich jetzt schon. Da kann ich doch nichts für. Mann, ich bin der Einzige jetzt gewesen aus meinem Team, der wirklich gekillt hat, ey. Was ist los mit den Leuten, ey? Scheiß Big Tasty Bacon, Alter. Der Dreamer hat auch was gemacht. Man merkt, der Eddie ist immer noch leicht angepisst. Das wird sich jetzt wahrscheinlich, oder ich hoffe mal, ein bisschen ändern. Ja, da geht schon gut zur Sache. Eddie ärgert wieder die anderen Leute. Ja. Ich hab grad gesagt, dass die alle scheiße sind. Und was sagt der eine? Halt die Schnauze, du netter Mensch. Genau, der hat ein netter Mensch gesagt. Das leider hört man es auch in meiner Aufnahme, was der gute Herr gesagt hat. Und, wenn ihr den Typen irgendwie bei Steam edit, hatet ihn mal ein bisschen. Baden! Ja, bitte, Eddie. Wo bist du? Wo bist du, du Mongo? Wo bist du, du Mongo? Hinter dir. Ah, lass mich doch. Lass mich doch eben den Big Tasty Bacon killen, Mann! Mann! Jetzt hör auf, mir ins Rücken zu schießen! Also jetzt nicht du, sondern der andere. Ja, ich weiß, den ich getötet habe. Ich habe leider deinen Teamkameraden getötet statt dich. Zu Recht. Blöder Penner. Ach ja. Boah, ey, wie kann man so mongohaft sein? Mann! Hör auf, zu schießen! Leute, ihr glaubt gar nicht, also, oder ihr merkt's ja, ich habe sehr viel Spaß. Alleine nur, wenn andere Leute sich ärgern. Und der Ey macht gerade mein Abend noch zum schönsten Tag der Welt. Boah, ich hab so Bock, dem Dreamer so die Fresse wegzuballern, ne? Ja, mach's doch. Ach ne, ist in deinem Team, ne? Ja. Oh. Hast Glück gehabt, der Dreamer hat mich angeschossen. Ne, ich hab den Dreamer angeschossen. Achso, ja, dann hab ich Glück gehabt, da hab ich nämlich dank dir einen Kill bekommen. Ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich nichts hinbekommen. Nee. Kennt man ja nicht anders von dir. Richtig. Können wir nicht irgendwie, weiß nicht, Monopoly spielen oder so? Ja, nee, da rastest du auch noch so aus, wenn ich dir noch die Schlosserlee klaue oder so. Mann, ich hatte jetzt eine Pistole, ich konnte nichts mehr ausrichten. Oh, komm her, du Mongo-Flittchen, ey, wo bist du? Wo bist du? Da bist du! Nein! It's how you do it. Mann, das... Oh. Big Tasty Bacon. Ist ein guter Spieler von euch, ne? Ich hasse den Typen. Und den hast du auch noch? Der ist der zweitschlechteste aus meinem Team, ey. Achso. Mann, lass uns doch mal einander töten! Bitte? Eddie, wenn du was von mir möchtest, dann sag es doch einfach. Ich möchte, dass du dich fresse, ey. Aber Eddie, ich muss ein Let's Play aufnehmen. Stirb, Mann! Ja, sicher! Wie hast du das überlebt, Mann? Du hast den anderen getötet, hinter mir. Nein! Nein? Ich hab mit der AWP voll durch deinen Körper durchgeschossen. Ja, also ich hab nichts. Du hast mich noch nicht mehr getroffen. Ich hab gedacht, du hast den hinter mir getötet. Ja, hab ich auch, aber mit einer anderen Waffe. Achso. Mit dieser komischen AUG oder was das ist. AUG. Mir egal. Oh. Zack, auf die Fresse, Mann. Auf die Fresse. Yeah, yeah. Mit der 5-7 auch noch, ey. Die 5-7 ist so ein Plastikding, ne? Ja, ich weiß. Aber du warst, glaube ich, schon gehittet, oder? Von mir vorher nochmal. Kein Plan, ist mir auch egal. Ganz ruhig, Mann, ganz ruhig. Ich bin doch schon längst wieder weg. Da bin ich wieder. Ah, schade.
Aber weißt du was? Ich verstecke mich jetzt einfach hier in dem Loch, ey. Sollte er kommen. Aha! Nur 15 AP. Und. Jawohl! Sieg! Das war eine schnelle Runde. Da gibt's ein GG von mir. Vielleicht sollte man vielleicht eine andere Map auswählen. Und der Dümer ist weg. Und Big Tasty Bacon auch. Zu Recht. Böhm Penner. Wir haben noch nie einen so unfähigen Spasti gesehen wie die drei da, die jetzt rausgegangen sind. Ja, komm, mach mal Baggage da. Jawohl. Geht doch. Supi. Vielleicht sind wir ja in einem Team. Kasse das Spiel. Ich bin der Erste drauf wieder und wir sind in einem Team. Und wir haben Genix auch noch, also das müsste jetzt eigentlich laufen. Von so einem Dennis auch noch gekillt worden, ey. Müsste nicht gekillt von ihm, wenn der Dennis heißt. Ja. Oh, sind aber sehr viele Bots noch da. Dann müssen wir mal warten oder hoffen, dass jetzt noch einige Leute drauf schauen. Die killen sich hier gegenseitig. Du killst dich. Ich wurde rausgeworfen. Oh ja. Du bist ein Held. Nein, it's not allowed to join the server. Nein! Kommst du jetzt nicht mehr drauf? Nee. Oh. Oh nein. Oh fuck. Der ist tut mir voll leid. Wurdest du kickt oder was? Ja. Ah, passiert, ne? Das war's mir wert. Das war's mir wert. Glaub ich dir. Du hast auch richtig deine ganze Aggression rausgelassen. Ja, ich muss das ganze Magazin in den reinballern. Das, war echt anstrengend. Hast du noch nicht mal einen Waffenaufstieg dafür bekommen, ne? Verstehe ich gar nicht, warum nicht. Ah, ne? Steht da denn irgendwas bei, wie lang du bist oder so? Nö. Lobby beitreten. Dem User-ID is not allowed to join this server. Hm. Kann noch vergessen. Ja? Eine doofe Kuh. Mumu. Mumu. Egal. Ja, ja? Du kannst ja noch die Map zu Ende zeigen und ich erzähle dann den Leuten irgendwelche komischen Gruselgeschichten. Das ist auch eine Idee, aber du kannst ja auch mal erzählen, weiß ich nicht, so, was machst du jetzt zurzeit? Momentan rauche ich mir eine Kippe und ich könnte vielleicht noch Gitarre spielen. Oh, das, ja, warum nicht? Mit meinen komischen, fetten Wurstfingern. Oh. Dann hoffen jetzt die Leute vielleicht, dass es schnell vorbeigeht, die Runde. Boah, ist das eng hier. Ich sollte mal aus dem Wandschrank ausziehen und mir eine richtig riesige Wohnung holen. Geht nicht, du bist Harry Potter. Jetzt stimmt. Du kannst ja aus dem Wandschrank ausziehen. Besser spielen, ne? Bei solcher Musik. Oh. Okay, ich kann doch keine Gitarre spielen. Oh, bist du auch noch ein Lügner, bist du bei? Ja, ich weiß. Alles für die Klicks. Alles für die Klicks und trotzdem kann er nix. Alles ist gut, solange du für die Klicks. Okay. Oh, von unten auch noch. Ich komme immer noch nicht auf den Server drauf. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, you are kicked vom Server, weil du gemein bist. Because I'm a very gemein people. Yes, of course. Oh Mann, ich will den Typen von vorhin wieder haben. Bevor wir aufgenommen haben, haben wir nämlich eine kleine Teststrecke quasi gemacht. Und da war da so der super Typ, der war so sympathisch und alles.
Und ich habe mir direkt mal die Handynummer von dem geklärt. Ich mache den zu meiner Bitch. Ja, gut zu wissen. Das hat auf jeden Fall, Leute, ihr könnt mir glauben, das wolltet ihr nicht erleben. So, das war's. Guck mal, kommst du jetzt noch drauf? Beitreten? Ich glaube, eine beitreten. Runde könnte ich jetzt noch. Mm-mm. Auf den Server nicht mehr. Den Server nicht mehr. Aber er ist schon vorbei bei dir? Wie schnell ging das denn jetzt? Ja, der eine hatte direkt schon 26. Ich war der zweitbeste mit 15. Und das ist krass. War hier der Genix. Boah, ey, wie ich den hassen tu, ne? Hoffen tu. Hassen tu. Haft zum Befehl, kein H und kein G. Aber Rapper macht so einen Blog vom Pennymart. Rapper a cappella in die Handykamera. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Anzeige von, wie heißt er nochmal? True Music oder wie die heißen? Von den ganzen Aslaks. Weil ich Haftbefehl gebittet habe. Gebittet? Hast du Beef gegeben? Mhm. Ein Stück Fleisch. Ja. Ja, ich habe ja auch angefangen mit Battle Rap und dann, ich habe damals Fresh Dumbledore, die, als Ghostwriter habe ich dem fungiert. Und, ja. Okay. Ja, deswegen, von mir kam zum Beispiel auch die Line, ich deine Oma ins Koma. Immer noch ein sehr beliebter Spit auf dem Schulhof. Ich habe immer schon gedacht, das kam von jemand anders. Ja. Ich habe immer gedacht, kommt von Cold Nero, aber hey. Mm-mm. Ach Quatsch, Cold Mirror kann doch gar nicht rappen. Ne, ist ja auch nicht Cold Mirror, ist ja auch, ne? Mhm. Fresh D. Ja, ja. Ach, verdammt. Ich bin zum Beispiel auch stellenweise als deutsche Synchronstimme von Darth Vader unterwegs. Ja, kannst du uns da was vorführen, vielleicht? Ja, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, weil ich war damals bei der ursprünglichen Trilogie unterwegs, also bei Episode 4 bis 6. Und, ja, also den einzigen Satz, den ich eigentlich sprechen musste, war, Luke, ich bin dein Vater. Ja, und der Rest, der wurde halt digital bearbeitet, da wurden die einzelnen Buchstaben rausgenommen, dass dann immer wieder quasi was anderes gesagt wurde, aber das war der einzige Satz, den ich wirklich aufnehmen musste und hingeschickt habe. Und da haben die schon gesagt so, ey, irgendwann, wenn LucasArts auseinanderbricht und wir bei Disney arbeiten. Das wussten sie schon da vorher. Okay. Ja, es war nur eine Vermutung. Okay. Ja. Weil ist ja alles ein Komplott eigentlich. Und ja, da haben die dann halt gesagt so, ja, wenn das passieren sollte, dann casten wir dich auf jeden Fall wieder. Vielleicht nicht als Darth Vader, aber vielleicht so als sein Schüler. Oh, okay. Ja, deswegen habe ich auch bin ich auch die deutsche Synchronstimme von dem Schüler von Darth Vader in dem Spiel Star Wars The Sword Unleashed. Ah, okay. Für Teil 2 haben die einen anderen genommen. Das war mein Double. Haben die aus Versehen gedacht, dass ich das wäre. Aber kann ja mal passieren. Das ist ja schließlich mein Double gewesen. Also von daher alles ich weiß cool. Ja nicht, ich weiß ja jetzt nicht, wie kritisch das ist, aber darfst du darüber sprechen, wie viel Geld du verdient hast? Deswegen? Ich weiß, das ist immer ein heikles Thema, aber... Ja, also ich meine, die Bezahlung dafür, die war jetzt nicht so groß. Oh, oh. Also LucasArts hat da schon, also als du noch die alte Trilogie gemacht hast, waren die echt zimperlich oder was? Ja, die waren echt geizig. Es war echt kritisch mit den Verhandlungen. Ja, geizig würde ich jetzt nicht sagen. Die haben jetzt nur nicht gesagt, dass Star Wars so ein großer Erfolg ist oder wird. Deswegen, da war die Bezahlung auch nicht so krass. Eigentlich hätte ich sagen müssen, so pro Zuschauer oder so hätte ich dann bezahlt werden müssen, aber dann dachte ich mir so, komm, nimmst du mal lieber die 2,50 jetzt schon. Ja, und ich hoffe, du hast das Geld gut angelegt. Ja, also ich kann nicht klagen. Also ich lebe in einem Haus, wir haben einen Pool im Garten, ich fahre eine fette Karre. Oh, 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 oh. Also ich habe alles... Das verstehe ich jetzt aber nicht, weil du hast gerade noch gesagt, du lebst im Wandschrank. Ja... Ich lebe ja auch im Wandschrank, aber
Also eigentlich lebe ich ja im Haus. So. Also das Haus, was ich habe, ist jetzt 1 Quadratmeter groß. Da passt gerade mal der Laptop rein, den ich habe. Und also fühlt sich zumindest an wie ein Wandschrank. Aber im Wandschrank selber, der ist, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube 250 Quadratmeter oder so. Ist Nicht halt groß, ja. ist ein begehbarer Wandschrank. Und ja, da packe ich einfach nur all die ganzen Sachen rein, falls ich Besuch bekomme oder so. Ja. Also ich finde schon, dass ich alles richtig gemacht habe in meinem Leben. Ja. Aber nochmal auf Darth Vader zurückzukommen, ich finde, die haben Darth Vader echt wie eine Bitch gemacht. Also, das ist so ein Weichei geworden. Und das verstehe ich gar nicht. Ne, okay. Nee. Also mir wurde damals auch nicht gesagt, dass Luke der Sohn ist von Darth Vader. Ach, das wurde ja einfach im Vorenthalten. Ja, also mir wurde nur gesagt, so hier, lies mal den Text vor. Und stöhnen mal ein bisschen dabei. Und das habe ich dann halt Oh, gemacht. und das hast du einfach so gemacht? Also ich hätte das Ja. schon, hätte schon Angst, weil wenn da jemand zu mir sagt, stöhn mal, könnte es ja auch ein anderes Genre gewesen sein, ne? Ja, also ich habe auch eigentlich gedacht, dass Darth Vader eigentlich eine Person ist mit einem Dauerorgasmus. Und dass das quasi auch wie zum Beispiel hier dieses mit dem, warum liegt hier Stroh rum? Warum hast du eine Maske auf? Ja, Ah, dann, ja genau, aus. genau. Das Ja. besprechen wir lieber dann vielleicht doch mal ein anderes Mal, denn jetzt ist auch die Runde vorbei und ich werde sagen oder würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut beim Eddie vorbei, gratuliert ihm, dass er vom Server gekickt wurde. Und falls ihr die Geschichte zu Ende hören wollt, müsst ihr auf jeden Fall noch die nächste Folge mit anschauen. Wahrscheinlich. Und bis dahin sage ich dann, bis zum nächsten Mal bei CSGO.